Auf 700 Quadratmetern finden Sie alles, auch für Ihren Sport. Eingehende Beratung durch Erfahrung und Kompetenz. Sportgeräte von namhaften Herstellern, Textildruck sowie Sport- und Fanbekleidung finden Sie bei uns zu fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. TTS, das größte Sporthaus in Trier und Umgebung. Neben mir steht jetzt Roland Seitz, der Cheftrainer der Eintracht. Herr Seitz, 2:0 gegen die Luxemburger A-Nationalmannschaft. Wie zufrieden sind Sie mit dem Spiel? Ja, erst bin ich mal zufrieden, dass wir gewonnen haben. Ich denke, jedes Spiel muss man so angehen, dass man es gewinnen will. Das haben wir getan. Der Platz war sehr schwer zu spielen. Der Gegner hat es uns auch sehr, sehr schwer gemacht. War tief gestanden mit einer Spitze nur, hat uns das Spiel machen lassen, was auf dem Bodenverhältnis nicht optimal war. Die Jungs waren ein bisschen müde, das hat man, glaube ich, auch gesehen. Das war nicht so gut. Aber wir haben es gewonnen und werden unsere Kenntnisse daraus ziehen aus diesem Spiel. Tim Eckstein hat heute dann noch einen spektakulären Treffer per Fallrückzieher sogar noch erzielen können. Wie zufrieden sind Sie mit seiner Leistung? Ja, genauso wie mit der ganzen Mannschaft. Hat ihm auch die Frische ein bisschen gefehlt. Aber nichtsdestotrotz war es ein wunderschönes Tor, war ein wichtiges Tor, wenn man das heutige Spiel nimmt zum 1:0. Und das freut mich für den Tim und hoffe, dass es ihm so viel Selbstvertrauen gibt, dass er uns auch in Zukunft vorne noch Freude bereiten wird. Heute kam dann auch Wolfgang Mayer, ein neuer Testspieler, zum Einsatz. Hat ab der 60. Minute gespielt. Auch einen Treffer erzielt. Was können Sie zu ihm sagen? Ja, nicht zu viel, ja, weil er letztendlich erst heute früh war er in der Halle ohne Ball und jetzt eine halbe Stunde gespielt. Aber er hat seine Sache ganz ordentlich gemacht, hat ein Tor geschossen. Da muss man auch erstmal dastehen, auch wenn es nur 2 oder 3 Meter waren. Ich denke, das war okay. Wir werden in den nächsten Tagen beobachten. Am Donnerstag wird er dann von Anfang an spielen. Und dann muss man mal gucken bis zum Wochenende hin, wie es damit aussieht. Ein anderer Testspieler hat dann die Eintracht jetzt wieder verlassen. Ron Ricketts ist abgereist. Was hat letztendlich da den Ausschlag gegeben, ihn nicht weiter zu testen? Ja, das waren halt viele Punkte. Es hat mir halt nicht gepasst, die Leistung am Sonntag. Und wenn der Bauch einfach das Gefühl nicht hergibt, dass man sagt, okay, das machen wir weiter, probieren wir nochmal, dann sollten wir es lieber gleich beenden. Und das war am Sonntag der Fall. Dankeschön. Neben mir steht jetzt Wolfgang Mayer, der heute sein Testspiel für die Eintracht bestritten hat. Wolfgang, 45 Minuten gespielt. Bist du zufrieden? Ja, nicht ganz 45. In der 60. bin ich reingekommen, glaube ich. Ich bin soweit zufrieden. Ja, aber okay, wir haben das Spiel dann gewonnen und haben zeitweise gute Kombinationen gehabt, was auf dem Platz dann auch wieder schwierig ist und in einem Vorbereitungsspiel dann die Kraft auch hin und wieder fehlt. Aber okay. Gleich dann noch ein Treffer erzielt. War das dann auch mal zufriedenstellend für die erste Einheit, die du jetzt machen konntest? Guter Treffer ist immer schön, wenn man den machen kann, dass dann im ersten Spiel gleich hinhaut. Freut mich natürlich. Ja. Was sind so bisher die ersten Eindrücke, die du jetzt gesammelt hast hier in Trier in der kurzen Zeit, die du jetzt da bist? Ich bin gestern Abend gekommen. Der erste Tag war Vormittag locker Training. Dann war ich kurz in der Stadt, mir das mal anschauen. Die älteste Stadt Deutschlands. Und ja, dann auf das Spiel habe ich mich gefreut. Gott sei Dank bin ich ein paar Minuten zum Spielen gekommen. Und im Großen und Ganzen ist okay. Ja. Dankeschön.